Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute starten wir mal ein neues Projekt, und zwar Erica, ein Exklusivtitel auf der PlayStation 4, ein Thriller wie Until Dawn, nur halt richtig als Film, interaktiver Film meine ich, und wir spielen das mit dem Controller. Und was uns in diesem Spiel erwartet, es wird ein kurzes Let's Play, nur mal so zwischendurch. Auf geht's, Freunde. Wir kennen das ja noch von Until Dawn mit diesem Playlink, und hier kann man das auch steuern, aber man kann es doch über den Controller steuern, wenn man will, und ich habe das leider über den Controller gemacht. Was heißt leider? Weil das irgendwie mit meinem Smartphone nicht hingehauen hat, aber ist ja nun mal auch egal. Das gibt es seit gestern als Download im PlayStation Store. Also wer Lust hat, kann sich das holen oder hier auf meinem Kanal verfolgen. Es ist ein sehr kurzes Spiel. Okay, und die Steuerung, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Oh, ist gar nicht so einfach. Moment, 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 das kriege ich aber hin. Oh, du machst schon. Oh, ja, man muss sich erstmal wieder an den ganzen Kram gewöhnen. Und so. Erica, das ist kein Spielzeug, das ist gefährlich. Okay, bist du bereit? Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, an einem Ort namens Delphi House. Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte von der Vergangenheit, von einer Priesterin mit einem Schmetterlingsmal, die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Ich sagte ihr, dass sie magisch war. So wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch. Aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto. Dein Lieblingsbild. Okay, ich würde das in der Mitte nehmen. Das ist ganz cool. Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Finde deine Mutter wieder. Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Oha. Treffer. Siehst du? Magisch. Sie ist immer bei dir. Bitte vergiss das nie. Selbst wenn sie nicht hier ist, so ist sie immer noch ein Teil von dir. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen? Thank you.
Oh mein Gott. Ihr Vater. Wer ist das? An die Steuerung muss ich mich echt erst noch gewöhnen. So. Mann. Sieht aus wie eine Frau. Sie hatte einen Albtraum. Erika hatte einen Albtraum. Oh mein Gott, was für ein geiles Spiel. Ich mag ja so eine Spiele. Loslassen. Hineinsehen, rechtfertigen, beruhigen. Es war nicht deine Schuld. Was hat die denn für Probleme? Kommt die gerade von einer Party? Oh, sieht so aus, hä? Alte Fuchsmaske. Verschließen oder öffnen? Verschließen. Wir fragen mal, ob sie Hilfe braucht. Hier hat nur einer über den Durst getrunken. Ihre Eltern, ihre Mutter. Sie vermisst ihre Mutter. Ah, ihr Buch, wo sie alles erlebte. Oder aufzeichnet. Okay. Ihr Vater, aber wer ist der Mann daneben mit dem Bart? Wer ist das? Die Frau mit der Waffe. Das sollen wir auch noch zeichnen? Oh Gott. Abstrakte Kunst oder wie? Die Wunde, was sie in der Zukunft gesehen hat. Wird ihr Vater auch noch sterben? Okay, Freunde. Ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Und ich hoffe, das erste Video hat euch gefallen. Der erste Teil von Erika, ganz neu auf der PlayStation 4 im Store zu erhalten. Und wie es weitergeht, meine Freunde, sehen wir dann in Kürze auch im nächsten Teil mit Wolfenstein, Youngblood wird es natürlich auch weitergehen. Macht's gut. Ciao, ciao.